Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Alltag in GTA 5. Heute zeige ich euch den Stromschock-Glitch. Aber wir werden heute nicht nur den Glitch zeigen, sondern ein komplettes Alltag in GTA 5 machen. Reden wir ein bisschen über YouTube, was das eigentlich so ist, wann es entstanden ist, was ein Abonnent ist, was ein YouTube-Kanal ist und so weiter. Aber bevor wir das machen, muss ich euch ja erstmal diesen Stromschock-Glitch zeigen. Und er befindet sich relativ hier, oder besser gesagt, ist ein guter Anhaltspunkt, dass ihr erstmal zu der Pistole geht. Und da fahrt ihr jetzt einfach hin. Ihr fahrt also erstmal im Auto zum Waffenladen. Und den Rest, den zeige ich euch jetzt. Weil dieser Glitch hat es wirklich in sich, weil dieser Glitch von Rockstar Games wahrscheinlich mit Absicht reingemacht wurde. Und dieser Glitch wird euch umhauen. Und das im Sinne des Wortes. So. Beim Waffenladen angekommen. Müsst ihr jetzt erstmal ein bisschen zurück. So. Also hier ist der Waffenladen. Ich zeige es jetzt mal für die PlayStation-Spieler, für die Xbox-Spieler wird es wahrscheinlich gleich sein. Ich denke nicht, dass es da irgendwelche Unterschiede gibt. Dort angekommen, steigt ihr einfach aus dem Auto raus und lauft einfach auf diese zwei Palmen so hier. Hier haben wir sie ja schon. So, springt ihr nach unten und dann müsste ein lila Haus erscheinen. Und dieses lila Haus hat was ganz Besonderes. Es hat Stromkästen. Und besser gesagt, es hat vier an der Zahl. Hier 1, 2, 3, 4. Und wenn ihr jetzt mit dem Körper an diese Stromkästen geht, passt auf, machen wir einen Impuls, baff, haut's dich hier weg. Und das finde ich ein richtig cooler Glitch, weil ihr dann auch noch schön wegmoved. So, der Glitch hat mir der Milch gezeigt, mit dem ich ja schon ein oder andere Sachen im Glitches-Bereich ausprobiert habe. Ja, was hier auch besonders ist, sind die Schmetterlinge, die hier sind. Mir ist aufgefallen, hier gibt es so viele Schmetterlinge. Irgendwie. Jetzt nicht, aber jetzt hier. Cool, oder? Es gibt also doch Tiere in GTA 5 im Online-Modus. Finde ich klasse. So. Genau, Alltag in GTA 5. Heute rede ich mal ein bisschen über YouTube. Die Gründung war ja 2005, das ist ja noch gar nicht lange her. 13, 12, 11, 10, 9. Ungefähr vor 9 Jahren wurde YouTube gegründet. Und damals hat natürlich noch keiner gedacht, wie sich das alles entwickelt. Aber heute sind wir ja eine richtig große Community. Jeder hat sein Genre. Es gibt Leute, die machen Musikvideos. Oder es gibt Leute, die machen Comedy-Sendungen. Es gibt Leute, die machen Let's Plays. Die machen Themen-Commentaries. Es gibt Leute, die machen die verschiedensten Sachen. Raketen abfeuern oder sowas. Ne? Da muss man wirklich sagen, das ist wirklich Wahnsinn, weil das ein riesiges Netzwerk ist. YouTube, ich sehe YouTube ja nicht so als Plattform, ich sehe YouTube wie ein Kino. Ne, wie ein Kino. Ja, so sieht das heute aus und ich finde das wirklich krass. Was ich natürlich nicht so cool finde, das sage ich euch auch ganz klar, das sind die Leute, die sich verstellen auf YouTube, in einer versuchen lustig zu sein, versuchen irgendwie so, ach ja, ich bin glücklich, und so weiter. Ich denke, das ist der falsche Weg, den da manche YouTuber einschlagen, lustig zu sein, obwohl sie keine Lust haben auf YouTube, weil es hat mal ein YouTuber gesagt, der hieß Kronk, er hat gesagt, ach, ich muss YouTube-Videos machen, auch wenn es mir schlecht geht. Und da denke ich mir einfach, hey, gut, Kronk, wenn es dir mal schlecht geht, dann lass doch einfach die YouTube-Videos und mach wieder YouTube-Videos, wenn die Kopfschmerzen vorbei sind oder so weiter. Ne? Das denke ich mal das Fairste. So, bin doch nicht hier zu meckern, keine Sorge. Meckern, das bringt auch nichts. Ich finde es einfach klasse. Ich meine, YouTube ist schon was Cooles. Ich habe jetzt zum Beispiel sehr viele Abonnenten, richtig coole Abonnenten. Und ich bin immer wieder sprachlos, wenn ich
ein YouTube-Video hochlade und dann sehe 60, 80 Klicks. Und diese Klicks, das sind ja eigentlich nur Zahlen, aber hinter diesen Zahlen stecken richtige Menschen, richtige Persönlichkeiten. Das sind jüngere Menschen, das sind aber auch teilweise ältere Menschen, Mitte 40 oder so. Ich hoffe, ich hoffe, es fühlt sich jetzt keiner angesprochen oder so. Ja, und das muss uns alle klar sein hier. Ne, wir sind auch irgendwie eine Vorbildfunktion. Und ich mache ja letzter Zeit sehr viele Commentaries und habe das jetzt einfach so verpackt. Ich nenne meine Videos Alltag in GTA 5. Dort bekommt ihr sachliche Informationen über verschiedenste Themen. Und ich versuche diese Themen natürlich für euch so interessant wie möglich zu machen. Thema Marihuana, Thema Ressourcenknappheit, Erdöl, Wasser oder so weiter. Und das sind wirklich interessante Themen. Das heißt nicht, dass das immer nur Leute hören müssen, die 50 oder 60 sind und, keine Ahnung, Studium haben. Nee. Ich kann dir ein Thema packen, das mache ich dir so spannend, dass du es zuhörst. Zum Beispiel, wir fahren jetzt hier im schönen Wasser. Schön, oder? Ja, schön. Da könnte ich dir richtig viel erzählen über die Wasserkonzerne, über Nestlé. Nestlé, das ist die Schokoladenfirma da aus der Schweiz. Die produzieren aber nicht nur Schokolade, sondern auch viel, viel mehr. Die bohren Wasserquellen an in Afrika. Und die Afrikaner sterben. Sterben nicht, sondern verdursten. Oder die zapfen Wasserquellen in der Wüste an Nestlé. Und die Farmer haben kein Grundwasser mehr, um ihr Vieh und ihr Getreide zu durchzubekommen, würden wir jetzt mal sagen, oder? Seht ihr, so uninteressant ist das alles gar nicht. So, wenn ihr ein paar Fragen an mich habt, könnt ihr die gerne mal raushauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich antworte, versuche zu antworten. Lass mal es mal so, zu antworten. Es fällt mir nicht immer leicht zu antworten, da ich kaum Zeit habe, so jetzt auf YouTube rumzudaddeln, da ich die meiste Zeit, 14 Stunden, in der Küche hocke. Und wenn ich dann rauskomme von der Arbeit, fertig bin mit der Arbeit, dann muss man doch Verständnis haben, dass ich dann einfach nur noch schlafen will. Pennen will. Chillen will. Und so weiter. So, hier haben wir so ein Bonze. Schönes Auto. Nee, Spaß. So, das war schon eigentlich mein Alltag in GTA 5. Wir haben über Wasser geredet, wir haben über Nestlé geredet, wir haben über YouTube geredet. 2005 war die Gründung, am 15. Februar übrigens, wen es interessiert. Und der Eigentümer? Ja, das ist Google. Hätte ich mir ja fast schon denken können. Google, der Weltkonzern. Aber es stimmt. Ich habe schon alle Suchmaschinen ausprobiert, von Yahoo bis Bing. Ich muss wirklich sagen, Google ist die optisch beste. Das sind die meisten Informationen drin und die meisten Dinge. Aber natürlich eine Plattform wie Bing oder Yahoo sind deutlich sicherer von den Daten. Aber gut, das lassen wir jetzt mal im Raum. Ich sage auf jeden Fall ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und haut rein. Bis dann, ciao.